Jo, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal. Wie jede Woche am Sonntag gibt es heute wieder die wöchentlichen Challenge von der Woche 8. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine kurze Wertung und ein Abo da. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Jo, Leute, bevor wir mit den 7 Challenges beginnen, Leute, wollte ich einfach nur mal euch darüber informieren, dass Epic Games immer wieder Maßnahmen vornimmt, um diese Leakereien von Challenges zu verhindern, Leute. Und ich wollte einfach nochmal darüber informieren, dass es in der nächsten Zeit vorkommen kann, beziehungsweise auch am Donnerstag vorkommen kann, dass andere Challenges, andere Herausforderungen in der Woche 8 sind, als ich sie jetzt präsentieren werde, Leute. Das liegt einfach daran, dass Epic Games einfach diese Leakereien verhindern möchte. Und ja, aber zu diesem derzeitigen Standpunkt sind diese Challenges so, wie ich sie jetzt vorlesen oder präsentieren werde, die jetzt gerade in Gamefiles vorhanden sind. Und ja, also wundert euch auf jeden Fall nicht, falls am Donnerstag dann andere Challenges oder Herausforderungen sind, als ich sie jetzt präsentieren werde. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dieser Information noch vor den Challenges. Und würde ich mal sagen, beginnen wir gleich mit den Herausforderungen. Jo Leute, wie jede Woche gibt es wieder 7 Challenges am Start, beziehungsweise 7 Herausforderungen. Und ja, ich würde mal sagen, wir beginnen gleich mit der ersten. Und zwar müssen wir bei der ersten Verursache 52 Headshot-Schaden an Gegner, Leute. 52 Headshot-Schaden ist, glaube ich, jetzt nicht die Welt, Leute. Ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr wirklich den Head, also den Kopf, trefft. Ihr seht es eh an dieser gelben Schrift. Wenn ihr Schaden verursacht, poppt, dann ist es ein Headshot-Damage, Leute. Und ja, ihr müsst einfach nur 52 davon machen. Ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Und ja, wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne, beziehungsweise 500 EP. Dann kommen wir zur zweiten Challenge. Und zwar haben wir hier Suchekisten in Salty Springs, Leute. Und zwar müsst ihr 7 Kisten in Salty Springs suchen. In meinen Augen ist es dann ein Abwachs-Challenge, weil auch Salty wie Risky relativ klein ist und man nicht so wirklich viele Truhen dort finden kann. Aber da der Blockbuster letzte Woche war und die meisten eigentlich nur den Blockbuster-Skin wollten, glaube ich, dass es in Salty Springs diese Woche nicht so abgehen wird wie in Risky Reels letzte Woche. Und ja, jedoch, wenn ihr 7 Kisten gefunden habt und geöffnet habt, bekommt ihr 5 Sterne. Beziehungsweise 500 XP. Da kommen wir zur dritten Aufgabe und zwar müssen wir hier suche 7 Kisten in einem Match, Leute. Also ihr müsst einfach 7 Kisten öffnen beziehungsweise suchen in einem einzelnen Match, Leute. Also dürft ihr es nicht auf 2-3 Matches verteilen, sondern wirklich in einem Match. Und ja, wenn ihr die Aufgabe geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne beziehungsweise 500 EP. Da kommen wir zur vierten Challenge. Und zwar müssen wir bei der vierten Challenge suche Gnorms auf der Karte, Leute. Beziehungsweise suche 7 Gnorms auf der Karte, Leute. Das wird so bei der Challenge wie bei den Enten. Das heißt, die Gnorms sind Objekte, die wieder auf der Map versteckt werden. Und wir müssen diese Objekte suchen und dann einfach einsammeln, Leute. Das ist aus der Sichtweise von mir. Das heißt, es kann auch was anderes sein, Leute. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es sowas um den Dreh sein wird. Und ja, auf jeden Fall müsst ihr nur 7 Gnomes sammeln und dann bekommt ihr wieder 5 Sterne bzw. 500 EP. Da kommen wir zu den letzten 3 schweren Challenge. Und zwar müssen bei der 5. Aufgabe suche zwischen einem Bären, einem Grat und einer Kühlschranklieferung. Das wird wieder eine Sternaufgabe. Das heißt, wir müssen diesen Punkt finden, wo dieser Stern dann einsammelbar ist. Dieser Stern bzw. dieser Punkt wird wahrscheinlich wieder am Donnerstag released werden, beziehungsweise geleakt werden, Leute. Da müsst ihr euch einfach keinen Kopf drüber machen, wo das ist, ob ich das suchen muss oder nicht. Schaut einfach dann auf YouTube, beziehungsweise auf Twitter oder anderen Plattformen, wo dieser Stern ist. Und dann habt ihr diese Aufgabe auch leicht erledigt. Und ja, wenn ihr diese Aufgabe, wenn ihr diesen Stern angesammelt habt, bekommt ihr 10 Sterne, beziehungsweise 1000 EP. Da kommen wir nochmal zu den letzten 2 Challenge, beziehungsweise zur 6. Challenge. Und zwar müssen wir 3 Gegner mit einer schallgedämpften Waffe eliminieren, Leute. Das ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Wir haben bei den schallgedämpften Waffen die Silence Pistol und die schallgedämpfte SMG. Und ja, das sind auf jeden Fall nicht so schlechte Waffen, meiner Meinung nach. Generell die Silence Pistol kann man sehr gut auch auf Nahkampf oder auf Fernkampf gut benutzen. Am besten ist sie eigentlich auf Middle Range. Aber man kann sie auf jeden Fall relativ gut benutzen und man kann auch mit der auch relativ viel Schaden verursachen, Leute. Also so schlecht ist auf jeden Fall Licht und 3 Eliminierungen mit einer schallgedämpften Waffe ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Und ja, wenn ihr diese 3 Eliminierungen geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 EP. Wir kommen zur letzten Herausforderung von der Woche 8. Und zwar müssen wir hier eliminieren Gegner im Pleasant Park, Leute. Und zwar müsst ihr einfach nur 3 Gegner in Pleasant Park eliminieren. Ist, glaube ich, auch nicht so schwer, Leute. Im Pleasant Park sind relativ viele Häuser. Ihr findet relativ guten Loot. Beziehungsweise findet auch sehr viel Loot. Und da gehen auch relativ viele Gegner hin. Und deshalb würde ich mal sagen, ist das auch nicht so schwer. Auch wenn ihr eine gute Waffe habt. Oder zum Beispiel ein Rocket Launcher. Sollte das auch nicht so schwer werden, Leute.
Und ja, falls ihr die 3 Kills geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 EP. Das war's auf jeden Fall mit der Woche 8, bitte mit den Herausforderungen von der Woche 8, Leute. Und ja, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Challenges oder ob die Herausforderungen wieder top oder flop sind, Leute. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall jetzt nochmal ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo da, Leute. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, falls wir bald die 100 Abos schaffen würden. Und ja, ich wünsche euch allen noch wunderschönen Sonntag, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder Livestream. Und ja, haut rein. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice.